Ja, hallo, kurz vor diesem Video zeige ich noch mal kurz die Teile, um die es hier geht in diesem Video. Das sind die hier. Ich finde das ganz gut, weil hierbei ist, das war ja bei dem anderen Gerät nicht so. Das war ja, ich sehe es ja am Thumbnail, was ich meine. Das war ja so eine Feder, die so geformt war. Und da war quasi so ein Metallteil zwischen, was das auf Spannung gehalten hat. Und mag sein, dass das auf Dauer kaputt gegangen ist, deswegen. Weil das ist ja unter Dauerspannung, dieses Teil. Und ja gut, es war schon etliche Jahre alt und dann ist es halt, wie auf dem Bild zu sehen sein wird von diesem Video, ist durchgebrochen. Deswegen finde ich das hier besser. Das ist nicht unter Spannung. Das ist also im entspannten Zustand. Und man kann mit dem Rad kann man dann drehen, dann geht das entweder in diese Richtung hier oder in diese, das sieht man ja im Video. Dann ist das bis 30 Kilo soll das sein und da kann man es ganz locker nehmen hier. Ich habe mir 2 Stück bestellt. Und dann kann man hier Training machen, gerade durch die Hände. Sehr schön, gefällt mir. So, und nun viel Spaß bei diesem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem heutigen Unboxing-Video. Ich hatte mal konnte man mal so zusammendrücken. Das war quasi so was Gedrehtes, dann zwar so Stifte, da war damit, dass sie auseinander ging, was dazwischen. Ich habe das jetzt weggeworfen, das kann ich nicht zeigen. Auf jeden Fall war es so eine Expander-Feder, die konnte man so zusammendrücken, aber ja. Na, keine Ahnung, 40 Jahren kann auch mal passieren, dass das Ding kaputt geht. Ist das dann durchgebrochen? Jetzt habe ich mir was Neues bestellt. Mal gucken, was das so ist, wie das so ist. Ich habe das sehr oft gesehen im Internet. Das waren 2 Stück, waren das. Ist also umso praktischer, sonst habe ich erst die rechte Hand gemacht und dann die linke Hand. Ich hatte nämlich nur einen. Dann gucken wir mal natürlich im Paket, ein Paket. Sehr sinnvoll, aber auch das hätte ja nicht in den Briefkasten gepasst. Sendungsnummer, Handexpander. So, mal gucken. Das ist eigentlich recht praktisch, wenn man sowas macht. Das merkt man, vor allem wenn es darum geht, Griffkraft zu haben. Weil ich dabei. Wenn ich aber in Germany machen will, natürlich nicht. Da will ich das schon. Also Sprung, den man schon abklappen. So, dann gucken. Und die Handexpander. Das ist natürlich noch nicht eingestellt. Dann ein zweites. Handexpander. Sehr geehrter Kunde. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fitnessgerät aus unserem Hause entschieden haben. Das finde ich mal gut, wenn es mal so anfängt, so eine Sache. Das ist bei manchen Spielen auch. Wir freuen uns, dass du dich für dieses Spiel entschieden hast. Nicht so nach dem Motto, weißt du was, wenn nicht, dann bin ich. Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Fitnessgerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Das hört sich an, als wäre es hier eine Küchenmaschine mit 98 Funktionen. Unsere Fitnessgeräte sind grundsätzlich geprüft und entsprechen dem aktuellen Sicherheitsstand. Trainieren Sie nur mit dem Fitnessgerät, wenn es einwandfrei funktioniert. Achten Sie auf die richtige Trainingskleidung. Achso, das ist wahrscheinlich für alle Fitnessgeräte ist vermutlich bestimmt. Das ist also egal, das ist nur so ein Standardschreibung. Also auf die richtige Kleidung wird man jeweils nicht achten müssen, aber es gibt auch andere Trainingsgeräte. Achten Sie auf die richtige Trainingsbekleidung und Trainingsschuhe. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese aufgrund ihrer Form und Länge während des Trainings nicht hängen bleiben kann. Die Trainingsschuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden. Grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen. Ja, das ist eindeutig ein Standardschreiben. Dann haben wir es gleich auf Englisch. Hier ist immer so eine Dehnübung hier, Warm-up. Da steht ja immer so hier, so, so hier, dann hier diese hier. Dann ist hier so eine Dehnübung auf dem Boden, die habe ich keinen Bock nachzumachen. Und noch so eine Dehnübung, da habe ich auch keinen Bock drauf. Übungen mit dem Handexpander.
bei Reklamationen notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Serviceabteilung. Von der Bedienung im Service habe ich gar nichts dran, dass man jetzt hier, ja, ich nehme mal an, plus minus, wenn man das hier festdreht, ach, dann ist das hier, dann wandert das Teil nach vorne. Das heißt, man spannt die Feder. Und dann wird es dementsprechend schwerer. Es steht aber leider nicht, ja gut, das Maximale soll 30 Kilo sein. So. Ja, es ist auch okay, das entspricht, glaube ich. Hier steht aber nicht, ob man das so macht. Aber ich nehme an, das macht man so. Muss ich natürlich bei dem zweiten eventuell die gleiche Einstellung reinkriegen. Das ist schwer zu sehen hier. Vielleicht, wenn ich die Vergleiche durcheinander mache. Ja, muss ich das gleich sein. Und dann kann man jetzt hier trainieren. Mache ich das überhaupt so richtig oder ist das so? Ist das doch so? Das könnte nämlich auch möglich sein hier so. Also keine Abbildung drauf mit so einer Hand. Da haben wir es doch. Ist aber sehr klein. So, das ist nach vorne, also ist das hier wohl die gewünschte Griffhaltung. Ich hatte aber das Gefühl, bei den alten, die ich hatte, wäre das ein bisschen bequemer gewesen. Das war quasi wie so ein V und dann hat man das irgendwie besser zusammengedrückt. Außerdem scheint der Daumen auch nicht so belastet zu werden dabei. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie, ja, doch so, das fühlt sich ein bisschen unbequem an. Und dann so hier. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das, obwohl ich sehe es allerdings nicht, wie das gemacht werden könnte, ich wollte schon sagen, dass man die Feder, wenn die kaputt geht, austauschen kann. Ich sehe aber nicht hier. Dann müsste hier eine Schraube oder sowas sein. Kann ich für Handexpander technisch trainieren. Das merkt man ja, wenn Sie eine Milchtüte durchreißen. Wenn Sie diese Knicken so platt machen und dann reißen Sie die durch, dann merkt man das schon. Ja, ich trainiere immer mit Handexpander. Das geht so ein bisschen meilig. Ich kann zwar keine Telefonbücher durchreißen. Ja, kann ich mein Training wieder mit den Handexpanders fortsetzen. Den muss ich ja aussetzen. Ich habe das Gefühl, ja gut, die kann man ja einstellen, wie viel man haben will. Von, ich glaube, bis 30 Kilo ging das. Von wie viel das losging, weiß ich gar nicht. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das sind sie, die Hälfte.